In der Anfangsphase des Spiels HC Senators gegen die EHC Salzburg zurück, zunächst einmal die Gäste an der Scheibe. Markus Radanack passt den Puck hinter das Tor von Thorsten Weinhardt, der in dieser Phase im Tor begann. Jetzt aber die Senators mit einem Schuss hinter das Tor, wirft den Puck ins gegnerische Angriffsdrittel, aber das bringt nicht wirklich was ein. Es gibt Icing. Richtige Entscheidung. Jetzt aber Schuss. Und da, das ist das 1:0 für den EHC Salzburg Süd. Ein, wie ich meine, nicht unhaltbarer Schuss, denn wir können uns dieses Tor auf jeden Fall noch einmal anschauen. Hier ist die Wiederholung. Die Wild Boys begeben sich ins gegnerische Angriffsdrittel. Noch ein Rückpass, Schuss und ganz klar, wenn man ein bisschen mit dem Schoner weiter herausgefahren wäre, könnte man so einen Nachschuss durchaus halten. Jetzt aber. Kontermöglichkeit. Thorsten Meinhardt viel zu weit vom gegnerischen Stürmer weg. Schuss und Tor. Da ist das 2:0. Herrlich herausgespielt. Ein klassischer Torwartfehler, wie ich sagen würde. Dieser Schuss ist auf jeden Fall zu halten. Hier der Beweis. Ihr seht mich in einer ähnlichen Situation beim Freundschaftsspiel der Whitehawks Neumarkt gegen den EHC Salzburg Knights. Kontermöglichkeit der Neumarkter. Und wie man hier sieht, bin ich etwas näher beim Gegner. Und auch so kann man einen Konter entschärfen. Jedenfalls hat man klar gesehen, dass so ein Torschuss durchaus haltbar ist. Doch zurück zum Spiel der Senators. Kontermöglichkeit. Immer noch die Senator, Schuss und Tor. Das ist der Anschlusstreffer. 1:2 aus Sicht des HC Senators. Keine Chance für David Mitterauer im Tor, der Südler, da irgendetwas zu machen. Und es sollte so weitergehen. Wir befinden uns immer noch im ersten Drittel. Die Senators sind an der Scheibe. Immer noch die Senators versuchen es mit einem Pass zur Mitte. Sollte abziehen. Immer noch die Senators. Schuss, Pass und Tor. Da ist der Ausgleich. 2:2 und das ist auch der Spielstand nach 20 Minuten. Durchaus eine Spannung. Wir befinden uns im zweiten Drittel. Klassische Aktion. Kontermöglichkeit. Schuss und Tor vom EHC Salzburg Süd. War aus dieser Perspektive sehr schwierig zu beurteilen, ob denn der Torschuss haltbar war oder nicht. Daher sage ich einfach einmal nein. Jetzt aber. Der Puck befindet sich hinter dem Tor der Senators. Immer noch die Wild Boys in den schwarzen Dressen. An der Scheibe verlieren sie jetzt und das gibt Kontermöglichkeit für die Senators. Schuss sollte abziehen, schön abgewehrt von David Mitterauer. Keine Gefahr und auch kein Tor für den Wild Boy. Senators Schuss, immer noch die Senators an der Scheibe, aber der Spielstand nach 40 Minuten lautet 3:5. Wir befinden uns im Schlussdrittel. Schöne Aktion, Schuss, abgewehrt. Immer noch die Senators, die da den Puck verlieren und das gibt wieder Konter für die Wild Boys. Wird hier noch gestoppt. Guter Check an der Bande, schöne Aktion, jetzt kommt Alexander Gitzstaller, Schuss und Tor, wieder ein klassischer Torwartfehler. Wenn ein gegnerischer Stürmer schießt, dann muss man halt zur Weg gehen. Ich denke, dass ich weiß, wovon ich rede. Das hier sind übrigens die Knights, die natürlich auch dieses Spiel anschauen, denn Lukas Herzog spielt ja bei den Senators als Ersatzgoalie. Zunächst einmal die Wild Boys in der Schlussphase im Angriff. Pass. Immer noch die Wild Boys. Schuss. Der Puck geht am Tor vorbei. Es steht jetzt Lukas Herzog im Tor. Neuer Pass. Schuss. Und abgewehrt. Lukas Herzog konnte sich in dieser Begegnung auszeichnen. Es bleibt beim 6:3 und auch dieses Ergebnis ist der durchaus verdiente Endstand in dieser doch durchaus sehenswerten Begegnung.